Hey na, was geht? Willkommen bei einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ihr habt die ganze Zeit danach gefragt, ich will's die ganze Zeit zocken. Elden Ring. Mit einem G am Ende, Freunde. Das wird ein Riesengame. Das wird ewig lange dauern. Wir werden uns tierisch aufregen. Ich werde mich tierisch abfacken. Und ich freue mich riesig darauf. Ich hoffe, du auch. Wenn ja, hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und einen netten Kommentar. Und jetzt wollen wir mal hier ein neues Game auswählen. Ich habe mir am Anfang natürlich schon mal ein bisschen Gedanken gemacht, was wir spielen. Es gibt hier den Vagabund, den Krieger, den Helden, wir sind sowieso ein Held, den Banditen, den Astrologen, einen Propheten, einen Samurai, einen Gefangenen, einen Bekenner und dann irgendeinen Idioten, der einen Bettler spielt. So. Wir spielen Bettler. Name Semison. Der vierte müsste es ja sein. Warte mal, vier ist so. Körpertyp, Alter, Erwachsen. Ich habe hier schon was vorgespeichert. Ja, hab mir gedacht, den habe ich selber erstellt. Der sieht nice aus, der sieht muskulös aus, der sieht aus, als ob er was zerkloppen könnte. Der hat auch starke Beine, das heißt, wir können ganz gut laufen. So, müssen wir bloß noch ein Andenken wählen. Es gibt das rote Bernstein-Medaillon. Ein Medaillon mit rötlichen Bernsteinen erhöht die maximale LP. Das ist nice. Eine Zwischenlandrune. Das Gold der Gnade leuchtet in den Augen der Menschen im Zwischenland. Benutzt dies, um viele Runen zu erhalten. Nice. Die goldene Saat, ein goldener Samen, Treibgut aus dem Zwischenland, verbessert angeblich Heiligflaschen. Also, wir haben ja wahrscheinlich wieder so Estus-Sachen. Da hätten wir eine Aufladung mehr. Das ist auf jeden Fall interessant. Asche der Vampirwichte. Die Asche winziger Golems, angeblich enthält diese Asche sogar Geister. Gesprungene Töpfe. Drei seltsame gesprungene Töpfe, die sich selbst reparieren. Behälter für bestimmte Wurfobjekte. Ein Steinschwertschlüssel. Zwei sogar. In Schwertform. Heben Siegel von Wichtstatuen auf, können jedoch nur einmal verwendet werden. Okay. Bestörende Äste. Fünf heilige Äste, erfüllt von betörender Macht. Sie stammen angeblich von dem Halbgott Mikela. Gekochte Garnelen. Fünf Portionen sogar. Erhöhte Resistenz gegen körperlichen Schaden und Schabriris Kummer. Irres Antlitz eines Adligen, dessen Augen herausgerissen wurden, zieht die Aggression von Feinden an. Ich würde die Schlüssel nehmen. Ja. Mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, jeder hat mir davon abgeraten, den Bettler zu nehmen. Deswegen, wie gesagt, nehmen wir den Bettler. Und ja. Dann geht's los hier für uns. Das wird ein großer Fehler. Ich freue mich drauf. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden
was first to perish. Okay. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Dude. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othniel, the all-knowing. Okay. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog. To the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Okay, all right. Leute, es geht also wirklich los. Elden Ring. Endlich, nach so langer Zeit. Das Game ist schon eine Weile raus, ich habe ein paar Patches abgewartet. Ihr wisst, wie ich bin. Ich freue mich riesig drauf. Ich habe schon mal reingeguckt. Ihr wisst ja damals, Dark Souls 2, den Teil, über den wir nicht reden, der so unfassbar viele Bosse hatte. Ich glaube, es waren 15 oder 17 oder so. Ich habe geguckt, Elden Ring, wie viele Bosse gibt's denn da? 127? Mag der Pfad auch zerschmettert und unsicher sein, besteigt den Thron des Eldenfürsten. Runzliger Finger des Befleckten. Okay. Schauen wir uns alles in Ruhe an, sobald wir hier raus sind. Ihr seht's vielleicht, meine Kamera dreht sich so ein bisschen. Das ist mein Controller, der hat eine leichte Macke. Wenn es zu doll werden sollte, gucke ich mal, dass ich einen neuen Controller hole. Aber momentan geht's noch. Es ist auch nicht immer, nur manchmal. Auch wieder an die Steuerung gewöhnt. Ich habe auch gehört, dass es hier auch wieder schön viele falsche Wände geben soll und so.
Also so richtig schön einfach, damit wir gleich wissen, wir sind wieder zu Hause. Alleine das macht ja schon wieder Spaß, muss ich sagen. Ist hier überhaupt irgendwas? Hier ist bestimmt wieder irgend so ein Nackter mit einem Katana. Ich habe mich übrigens geschafft, nicht zu spoilern mit gar nichts von dem Game. Also ich weiß gar nichts. Ja. Deswegen, ey. Wenn ihr hilfreiche Tipps und so habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, freue ich mich sehr drüber. Wenn ihr zum Beispiel wisst, wo ich und ob es so ein Grasschild gibt, wie wir damals immer in den Dark Souls Teilen hatten. Ich denke mal, sowas wird es auch hier wieder geben, was eine coole Einhandwaffe ist, die auf Dexterity skaliert. Denn ich denke mal, wir werden auch hier wieder Statusmenü, ja, kennen wir ja. Kraft, Geist, Kondition, Stärke. Ich wollte die ganze Zeit Konstitution. Ich kann nicht mal sagen, was ich sagen wollte. Stärke, Geschick und Weisheit, Glaube. Wir werden halt wieder auf Kondition, Geschick. Ja, das werden so unsere Obersten sein. Erklärung. Kraft beeinflusst LP. Das können wir hinterherziehen. FP in euren Fokus, Kondition, Ausdauer, Robustheit, wie schwer unsere Ausrüstung sein darf. Stärke ist für schwere Waffen, verstärkt ebenfalls die Angriffskraft von Waffen mit Stärkeskalierung. Geschick für komplexe Waffen. Wir sind ja ein komplexer Charakter. Es wird interessant, Freunde. Es wird interessant. Was haben wir hier noch? Ausrüstungsmenü. Nice. Das Inventar. Okay. System und rechts haben wir den Beutel. Barbarenbrüllen. Okay. Ich habe schon wieder so ein Gefühl. Verpflanzter Spross. Ja. Bin ich tot? Hallo? Wie gewonnen, so zerronnen, ha? Huh? Zumindest unser Schlipper ist geblieben. Ein Hornpferd? Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all.
One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Flasche mit Purpurtränen. Flasche mit Himmelstränen. Okay. Ist wie in Dark Souls 3. Wo man... Oh Gott, ist das dunkel. Wo man ja auch mit... ich glaube, insgesamt hatte man... Wie waren das? 5 Flaschen und dann konnte man das so aufteilen, wie man wollte. Die Höhle des Wissens liegt tief unter. Unten? Springt das Loch vor euch hinunter, um die Höhle des Wissens zu erreichen. Dort findet ihr Informationen zur Steuerung und grundlegenden Aktionen, sowie andere Hinweise, die euch auf eurer Reise... Ja, nehmen wir mit. Was ist er hier? Okay. Tapferer Befleckter, wagt den Sprung des Lernens und des Echos. Erinnert euch an die Kunst des Krieges und euer Kriegerblut. Okay, Objekt benutzen. Okay. Wir können auch jetzt diesmal richtig schleichen und so Schleichangriffe machen. Also ein bisschen Stealthy-Murphy. Boah, Freunde. Ey, ich weiß, in der ersten Folge laber ich immer einen Haufen Scheiß. Ich freue mich einfach. Es ist ja so eine Hassliebe, die ich mit den ganzen From-Software-Games habe. Ort der Gnade. Das Rasten an einem Ort der Gnade stellt eure LP und FP wieder her und befreit euch von Statusleiden. Außerdem werden alle Heiligflaschen aufgefüllt. Durch diese Rast kehrt der Großteil eurer besiegten Gegner von den Toten zurück. Orte der Gnade findet ihr dort, wo das Licht konvergiert. Diese Erklärung erhaltet ihr Informationsobjekte, können sie... Okay, der Großteil? Okay, was können wir hier machen? Zeit vertreiben. Stimmt, es gibt ja Tag-Nacht-Wechsel. Flaschen, Zauber lernen, Truhe sortieren. Flaschen, Aufladung hinzufügen. Haben wir nicht. Flaschen verstärken. Haben wir nicht. Flaschenauffüllung. Ah. Das ist... Yo, 4 Stück haben wir und dann können wir... Nice. Na, wir können keine Zauber. Deswegen nehmen wir mal... alles als Heilungsflaschen mit. Sehr, sehr geil. Gibt sogar eine Sprungtaste diesmal. Zack, Alter. Zack, die Bohne. So. Ja, fühlt sich alles gewohnt an. Abwehren. Ja, abwehren können wir nicht. Wir haben nichts zum Abwehren. Zumindest noch nicht. Oberste Priorität für uns. Gegnerische Angriffe. Ausweichrolle kennen wir. Oberste Priorität für uns hat natürlich erstmal irgendwie... eine Rüstung zu bekommen. Ist auch am Anfang für uns völlig scheißegal, was für eine Rüstung. Hauptsache, wir haben irgendeine Rüstung, Freunde. Ja, warum spiele ich den Bettler? Warum spiele ich nicht den Samurai?
Sprint. Huh. Ah, okay. Materialien sammeln. Im Zwischenland findet ihr an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Mineralien und Materialien. Die könnt ihr zur Herstellung von Objekten einsetzen. Overfrucht. Okay, cool. So. Waffen handhaben. Ihr könnt für jede Waffe... Was? Ihr könnt für jede Hand bis zu 3 Waffen ausrüsten und dann zwischen ihnen wechseln. Führt ihr Waffen beidhändig, erhöht ihr eure effektive Stärke um 50% und Gegner können die Angriffe so nicht leicht mit einem Schild ab... Ah, okay. Ja, ich führe das schon zweihändig. Easy peasy, lemon squeezy. Leute, habt ihr gesehen, wie ich den fertig gemacht habe? Ziel wechseln, kennen wir. Okay. Das sind die kleinen, fiesen Untoten. Jetzt sind wir bei den Bogentypen. Okay, ich will natürlich die... Ja, was bekommen wir eigentlich? So Runen bekommen wir. Also so heißen die zumindest, glaube ich. So, 145 haben wir. Ah, ich habe sogar was für euch vorbereitet, Freunde. Und zwar drücke ich mal hier. Wie immer wisst ihr ja, hinter mir, hier, da sind die Seelen oder Runen oder wie auch immer das in dem Game heißt. Aber ich habe natürlich wieder was vorbereitet und habe es euch da oben hingepackt. Bam. Yes, yes, ja. Damit ihr natürlich auch seht, wie viel wir aufs Spiel setzen. So haben wir das ja in den anderen Games auch gemacht. Oh. Barbaren brüllen. Talente. Waffen haben Talente, also besondere Fertigkeiten. Es gibt viele verschiedene Talente, von mächtigen Angriffen bis hin zu zeitlich begrenzten Effekten. Der Einsatz von Talenten verbraucht FP. Ducken, duckt euch, um schwerer von Gegnern entdeckt zu werden. Besonders effektiv in hohem Gras. Aha. Das ist ja cool, dass das auch hier so ein bisschen wirklich sneaky-beaky-like abgeht. Cool. Ich find's grafisch auch ziemlich cool. Das sieht nochmal eine Ecke besser aus als noch Dark Souls 3, finde ich. Brechen von Haltung. Einige Angriffe können die Haltung eines Gegners brechen.
und euch die Chance auf einen kritischen Treffer gewähren. Mit aufgeladenen und Sprungangriffen ist es besonders einfach. Okay. Die halten immer mehr aus. Was bist du? Marikas Pfähle. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt. Das kennen wir ja, wie das Bonfire, den ihr besucht habt. Seid ihr allerdings in der Nähe eines Pfahls von Marika gestorben, könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt werden. Okay. Damn, hier kommt ein Boss. Soldat Godricks. Okay. Abwehrkonter. Wenn ihr einen gegnerischen Angriff geblockt habt, könnt ihr sofort einen Gegenangriff ausführen. Okay. 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 Ich brauche das Timing. Ich mach genügend Schaden, den kriegen wir platt. Puh. Das Timing. Timing ist schwierig, aber den kriegen wir platt. Gegner zu Fall gebracht. Oder Gegner zu Fall gebracht. Okay. Ja, aber es ist nur so ein kleiner Tutorial-Boss, so wie es aussieht. Ah, cool. Ich meine, es bringt einen hier alles bei, was man wissen muss, ne? Wir haben jetzt gesehen, wie es aussieht, wenn man einen Boss hat, was eine Nebelwand ist, dass man dahinter mit was Fiesen rechnen kann. Stärke. Neues Emote, geil. Sagt Opa noch was? Ne. Okay, hier können wir auch nichts machen. Wir jetzt nach draußen? Nee. Okay. Hier haben wir nochmal einen Ort der Gnade. Nutzen wir auch gleich mal. Das ist ein Item. Koop Mehrspielerpartien. Mit dem Krummfinger des Befleckten hinterlasst ihr ein goldenes Rufzeichen. Okay. Cool. Freunde, ich will es euch gleich vorneweg sagen, genauso wie auch in der Souls-Reihe. Wir sind hier offline unterwegs. Steinschwertschlüssel nutzen. Du solltest nicht hier sein, nicht hier sein. Jo, okay. Hier kommen wir also erst hin, wenn wir so ein, ja, Giftabwehrteil haben. Handy sagt, wir sind schon am Ende. Aber was weiß Handy schon?
ich will zumindest einmal sehen, wie die Welt draußen aussieht. Und ich denke, jetzt sollten wir eigentlich so langsam dahin kommen. War nichts mehr, ne? Nee. Wow. Wow. Holy shit-a-roni, Alter. What the fuck geht hier ab? Führende Hand der Gnade. Gnade existiert, um die Befleckten zu führen und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Selbst heute besitzen manche Orte der Gnade noch diese Macht. Ihre goldenen Strahlen werden euch den Weg weisen. Darüber. Da unten sehen wir schon. Das ist total krass. Ist das ein Boss? Ich meine, der sieht aus wie ein Boss. Ich glaube, das ist das Vieh, was man in diesen ganzen Videos immer gesehen hat. Ich glaube nicht, dass wir den platt kriegen werden schon. Gut. Die Karte. Nutzt eure Karte, um eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Umgebung zu überprüfen. Ihr könnt eure Karte mit neuen Informationen aktualisieren, indem ihr Kartenfragmente in Stelen entlang der Straße findet. Ihr könnt außerdem leuchtende Marker frei auf der Karte platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. In das Kartenmenü könnt ihr euch mit eurer aktuellen Position, das Achso, das Original, was wir gerade gelesen haben. Guck mal, das zeigt auch an, hier in diese Richtung sollen wir. Nice. Was das da für ein Typ ist und vieles mehr, das könnt ihr sehen. Wo fragt er? Das ist eine gute Frage. In der nächsten Folge von Elden Ring. Ich wollte fast Dark Souls 4 sagen. Ist es natürlich nicht. Zwinker, zwinker. Ja, hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Ich freue mich zusammen mit dir, die nächste Folge zu erleben. Bis dahin, mach's gut, einen schönen Tag dir. Peace.